Hallo und herzlich willkommen im Selbsterkenntniskanal. Mein Name ist Brunhilde Feiner und ich bin eine ausgebildete und qualifizierte vedische Astrologin. Wir sind beim Krebs und jetzt kommen wir zu dem Video Was Jaimini? Das ist eine besondere Form der Astrologie, die erst vor ein paar hundert Jahren wieder vollständig entdeckt wurde, zum Thema Krebs sagt. Und jetzt wird es interessant. Bei uns verbinden wir den Krebs mit dem Zuhause, mit der Heimat. Und Jaimini sagt, der Krebs, wenn da zum Beispiel dein Persönlichkeitsplanet da drin stehen würde, im wichtigsten Unterhoroskop, dem Navamsa, dann zeigt es an, dass du entweder an fernen Orten lebst, also weit weg von deiner Heimat, oder Übersee, also Ausland eher. Und das ist ja schon mal interessant, ne? Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Ansonsten geht es hierbei viel um eine gewisse innere Leere. Weil der Krebs eben so ein emotionales Wesen ist, fühlt er meistens innen immer irgendwie eine Leere. Es mangelt noch etwas. Er kann dieses Glück einfach nicht wahrnehmen. Und diese Instabilität in seinen Emotionen, diese Bedürftigkeit, der Krebs ist sehr bedürftig, diese Bedürftigkeit führt auch dazu, dass er nicht so viel Mut hat, dass er sich nicht so viel traut. Und so erwartet er oft, dass diese innere Leere von anderen, von Umständen, was auch immer, von Ereignissen gefüllt wird. Für den Krebs ist aber wichtig, dass er selbst mit Optimismus und Zuversicht durchs Leben geht und sich nicht runterziehen lässt von seinen Emotionen, aufhört zu erwarten, dass andere für sein Glück zuständig sind und selbst die Fülle aus sich heraussucht. Die Lösung dafür ist, dass er die Verbindung zu seinem Gott, zu seinem Ursprung, zu seinem Universum, nenne es wie du willst, das spielt keine Rolle, wiederfindet. Denn erst wenn der Krebs aus sich selbst heraus die Fülle erfährt, leidet er nicht mehr unter diesen emotionalen Aufs und Abs. Und der Krebs kann sehr wohl die Verbindung zu seinem Ursprung finden, weil er ist ein sehr, sehr spirituelles Zeichen. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Krebs ist, dass es halt um Persönlichkeitswachstum geht. Und dazu gehört natürlich auch das Wachstum, raus aus dieser Bedürftigkeit und mehr in einen Gleichmut zu gelangen. Wenn du jetzt wissen willst, ob der Krebs in deinem Horoskop eine dominante Rolle spielt, dann klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link. Du wirst auf eine Seite weitergeleitet, wo du mir deine Geburtsdaten mitteilst und ich lasse dich gratis wissen, ob der Krebs bei dir dominant ist. Hier geht es nicht nur um das Sternzeichen, so wie wir es hier im Westen kennen, was letztlich bedeutet, dass deine Sonne im Krebs stand zum Zeitpunkt deiner Geburt. Denn die ist gar nicht so wichtig in der indischen Astrologie. Viel wichtiger ist dein wahres inneres Wesen, das wird durch den Mond dargestellt, und dein Aszendent, der deinen Lebensweg anzeigt und beschreibt. Das heißt, wenn zum Beispiel dein Aszendent im Krebs ist, dann spielt der Krebs eine sehr, sehr wichtige Rolle bei dir. Oder wenn dein Mond sich darin befindet. Natürlich, wenn mehrere Planeten in einem Sternzeichen zu finden sind, dann ist es auch sehr dominant angelegt und zu sehen in deinem Leben. Um das zu erfahren, welche Rolle der Krebs bei dir spielt, klick bitte unterhalb dieses Videos auf den Link.